Jay Gurudev. Ich begrüße euch ganz herzlich auf dem Weg des Erwachens, auf dem Weg der Erleuchtung. Der Sinn des Lebens ist zu erwachen. Und wenn wir erwacht sind, dann haben wir das Ziel unserer Revolution erreicht. Und dann müssen wir nicht mehr zurückkommen hier auf die Erde. Das heißt, all die Wünsche, die wir so haben, so ich möchte hier noch hinreisen, ich möchte noch gerne das tun, ich möchte noch jemanden kennenlernen, ich möchte noch heiraten, ich möchte noch gerne Kinder haben, ich möchte dies und jenes machen, noch ein schönes Hobby haben. Und alles so, all die Gedanken und all die Wünsche, die wir haben, tragen dazu bei, dass wir hier auf der Erde sind und auf der Erde bleiben. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir jetzt sterben, dass unsere Wünsche ja weg sind. Alles bleibt in Erinnerung. Und solange unsere Erinnerung, die ja auch in dem feinstofflichen Körper sind, in unserem Lichtkörper, in Astralkörper sind, diese Erinnerung, dass wir noch etwas erreichen wollen, bringen uns wieder dahin, dass wir wiedergeboren werden. Und erst wenn wir alle Wünsche uns erfüllt haben, alle Wünsche, wenn kein Wunsch mehr übrig bleibt, dann besteht keine Notwendigkeit mehr, dass wir uns hier auf der Erde inkarnieren. Es gibt so viel schönere Planeten, Räume oder Plätze, die wir gar nicht sehen mit unseren Augen. Damit meine ich jetzt nicht den Mond und Mars und die anderen Planeten, sondern es gibt feinstoffliche Planeten, genauso wie wir einen feinstofflichen Körper haben. Also wenn wir uns alle Wünsche erfüllt haben, dann leben wir so aus diesen feinstofflichen Körpern heraus. Und dann brauchen wir diesen grobstofflichen Körper Erde nicht mehr. Die Erde ist das Gröbste und das Härteste, was man sich im Universum vorstellen kann. Und da haben wir aber die größte und beste Möglichkeit mit unserem Körper, mit unseren, allen Funktionen unseres Körpers, uns alle Wünsche zu erfüllen. Und wir gehen ja manchmal durch die Hölle, durch Leid und alles Mögliche, was wir uns alle selbst geschaffen haben. Wenn wir das zum Beispiel betrachten, die ganzen Flüchtlinge, nicht, dass da jeder 40. ertrinkt heute. Früher war es jeder 200. oder 280. und jetzt ertrinkt jeder 40. Was für ein Leid damit verbunden ist, nicht so, nur diesen Aspekt mal zu betrachten. Und so sehen wir überall diese Kriege und Schwierigkeiten, Probleme auf der Erde, die so weit gehen, dass wir uns fast den Boden unter den Füßen wegnehmen. Das heißt, uns die Erde wegnehmen, dass wir die Erde zerstören mit unseren negativen Gedanken, Gefühlen, unseren Handlungen. Wenn die Erde kaputt geht, wer macht sie kaputt? Wir sind das. Wenn wir unseren Körper kaputt machen, durch falsche Ernährung, durch falsches Denken, durch falsche Handlungen, ja, dann sind wir das, dass der Körper kaputt geht. Wir müssen mit 80 Jahren nicht kaputt sein oder 90 Jahren kaputt sein. Das heißt, unser Körper kann mit 80, 90 Jahren noch genauso frisch funktionieren wie ein 35-jähriger Körper. Aber wenn wir uns immer gegen die Natur verhalten, das führt dazu, dass der Körper nicht mehr so gut funktioniert. Nicht, dass unser Nervensystem nicht mehr so gut funktioniert. Und jetzt sind wir ja dabei, wir wollen erwachen. Erwachen in unserem Körper. Da sagt immer jemand, du kannst doch gar nicht erwachen, du bist doch schon erwacht. Nein, solange dieser Körper existiert, kannst du erwachen im Körper. Wo denn sonst? Das Selbst, das gibt es überall. Die Transzendenz gibt es überall. Die Transzendenz und so. Wenn du nur die Transzendenz bist, nichts anderes, da muss man gar nicht von Erwachen sprechen. Da gibt es gar nicht diesen Begriff Erwachen und Erleuchtung. Weil genauso, wenn du im Wasser bist und da gibt es nur Wasser, da brauchst du noch nicht mal den Begriff Wasser. Das ist nur das, was gerade ist. Wasser. Das ist unser Denken, nicht? Unser Denken bringt ja alles in Form, so nicht? Deshalb, diese Transzendenz, das ist eigentlich gar nicht in Worten auszudrücken. Das ist das,
woraus wir hervorgekommen sind, Transzendenz. Und deshalb Erleuchtung und so. Und Begriffe Erleuchtung, Erwachen kommen jetzt nur auf, weil wir vergessen haben, dass wir erleuchtet sind und schon immer waren, schon immer erwacht waren. Weil wir sind das eine ohne das zweite. Und dadurch, dass wir uns jetzt mit der objektiven Welt identifiziert haben, haben wir einfach vergessen, wer wir in Wahrheit sind. Und deshalb sprechen wir jetzt von Erwachen und Erleuchtung. Und deshalb gibt es die ganzen Organisationen, die ganzen Interessen, die ganzen verschiedenen Wege. Ich möchte Erleuchtung, ich möchte das selbst realisieren. Nicht? Auch das ist nichts Verkehrtes. Alles perfekt, alles ist perfekt. Das ist alles richtig. Und es gibt nichts Verkehrtes, wenn man, sagen wir nichts Verkehrtes, wenn man immer betrachtet, ist alles perfekt. Selbst wenn dir ein Stein auf den Kopf fällt, kannst du auch sagen, ist perfekt. Ja, warum fällt dir ein Stein auf den Kopf nicht? Perfekt nur in dem Sinne, du hast etwas getan und jetzt kommt der Ausgleich, kommt das Karma, nicht? Wie du in den Wald hineinschreist, so kommst du auf dich zurück und dann ist es perfekt, dass dir ein Stein auf den Kopf fällt. Boing. Wenn du Krebs bekommst, ist perfekt, weil du hast etwas getan in der Vergangenheit, gehandelt gegen die Natur, gegen die Naturgesetze, was dazu geführt hat, dass der Krebs jetzt zu dir kommt. Und das ist perfekt. Das ist der Ausgleich. Also alles Leiden, alles, was wir erfahren, Freude und Leid, in unserem Körper, ist perfekt. Von daher kann man sagen, alles perfekt, weil die Naturgesetze sind perfekt. Wenn du also Leiden schaffst im Leben, in deinem Leben, kommt Leiden auf dich zurück. Wenn du Freude schaffst, wenn du Glückseligkeit schaffst in deiner Umgebung, kommt Freude und Glückseligkeit zu dir zurück. So ist das. Das Leben ist perfekt. Da ist nichts Verkehrtes. Und wenn wir uns so verhalten, dass die Erde kaputt geht, ist auch perfekt. Jetzt sagen, jetzt hört es aber auf. Nicht? Hier, ist doch nicht perfekt. Ist nur aus der Betrachtung, dass alle Gesetze so funktionieren, dass immer ein Ausgleich stattfindet. Es findet immer Ausgleich. Genauso, wenn du ein Geschäft machst, verkaufst was, du sagst, ja, ich möchte einen Ausgleich. Das heißt, du willst Geld dafür haben. Nicht? Gibst irgendwas weg? Ausgleich. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, um wirklich, sagen wir mal, ein wirklich gutes, perfektes Leben zu haben. Da ist es notwendig, dass wir uns wieder mit unserer Aufmerksamkeit dahin bewegen, wo wir hergekommen sind. Schaut euch all die anderen Videos an, die ich gemacht habe, jetzt über den Körper. Und da könnt ihr daraus entnehmen, wir sind aus der Transzendenz gekommen und wir gehen wieder zur Transzendenz. Genauso wie die Welle aus dem Ozean hervorgekommen ist und sie geht wieder zum Ozean. Das ist so, und das nennen wir Evolution. Ist nur, wenn wir jetzt uns gegen die Evolution, wir haben einen freien Willen, jeder Mensch hat einen freien Willen, wir können uns gegen die Evolution verhalten und das bewegt dann, dass es uns schlecht geht. Und das ist diese Perfektion, uns geht schlecht, das ist perfekt. Weil wir uns gegen die Evolution verhalten haben und jetzt reagiert die Natur so, dass es uns schlecht geht. Wenn wir also ein besseres Leben haben wollen, wenn wir glücklich sein wollen, wenn wir ein erfülltes Leben haben möchten, dass wir jeder Aspekt, jede Zelle jubiliert oder so schreit vor Glückseligkeit, dann müssen wir dahin gehen, wo wir hergekommen sind. Dann müssen wir nicht tausende von Leben noch machen, um dahin zu kommen, was ja auch passiert, nicht? Das dauert viele, viele Leben noch. Wenn wir jetzt so gar nichts machen und sagen, nee, alles perfekt so und die Natur reagiert so und ich bin ganz glücklich so, dann machst du noch viele, viele Leben und erfährst dann mehr und mehr aufgrund deiner Evolution mehr und mehr diese Glückseligkeit, die du von Natur aus bist. Aber wenn du jetzt direkt die Augen zumachst und alles transzendierst, kommst du unmittelbar in diese Glückseligkeit. Und jetzt geht es darum, dass du diese Glückseligkeit, diese unmanifestiert ist, die du noch nicht erfahren kannst, dass du diese Glückseligkeit in dein Leben bringst. Und wenn diese Glückseligkeit permanent mit dir ist, dass jede Zelle jubiliert in dir, diese Glückseligkeit erfährt und es nicht mehr weggeht, dann bist du erleuchtet. Erwacht bist du, wenn du erkennst, wer du bist, das ist das Selbst. Also machst alles mit dem Körper, so denkst, fühlst und so, überschreitest das, transzendierst das und bringst diese Transzendenz jetzt, wenn du wieder rauskommst aus deiner Meditation, bringst du mit in dein Leben und durch diesen Wechsel von Transzendieren
und Aktivität, Transzendieren und Aktivität, immer dies rein und raus, nicht rein in die Transzendenz, raus aus der Transzendenz. Dadurch wird die Transzendenz so stabilisiert in deinem Nervensystem, wird so reflektiert, kann so reflektiert werden in deinem Nervensystem, weil sich das auch immer mehr reinigt das Nervensystem, wird immer feiner, wird immer flexibler. Und die ganzen Blockaden und alle Stress und Verspannung aus der Vergangenheit verschwinden aus deinem Nervensystem. Das Ego verschwindet. Das heißt, dich als Person, so wie wir uns mal sagen, ich bin jetzt der Peter, verschwindet in der Transzendenz. Und wer bleibt, ist dieses kosmische Bewusstsein, wenn das transzendentale Bewusstsein stabilisiert ist. Das heißt, so wie ich es erfahre jetzt auch, wenn ich mit euch spreche hier, die Transzendenz geht nicht mehr weg, ist immer mit mir. Er hat sich stabilisiert. Das heißt, mein Nervensystem hat sich jetzt über die Jahre durch all das, was ich gemacht habe, nicht alle Reinigungsübungen, viel meditiert, transzendiert, durch Ernährung, Verhaltensweisen, Sport, Yoga, Pranayama, bestimmte, ja, alles Mögliche, Panchakarma, viel Jyotish, so, Yakyas, alles hat dazu geführt, dass ich der bin, den ich jetzt bin. Das heißt, mein Nervensystem hat sich so weit gereinigt und ist so flexibel, dass dieses reine Bewusstsein, die Transzendenz, permanent jetzt reflektiert wird. Das heißt, ich bin erwacht. Das heißt, mein Selbst habe ich realisiert. Ich habe erkannt, wer ich selber bin. Und das kannst du nur sagen, dass du das Selbst bist, wenn du dein Selbst realisiert hast. Oder mit dem ersten Eintauchen in die Transzendenz weißt du, wer du bist. Vorher weißt du es nicht. Wenn du dich nur mit den Objekten deiner Wahrnehmung identifizierst, weißt du nicht, wer du bist. Du bist das reine Bewusstsein. Du bist die Transzendenz. Und deshalb ist es notwendig, alle Formen zu transzendieren, zu erfahren, wer du bist und diese Erfahrung zu stabilisieren. Oh, darum geht es. Viele haben transzendentale Erfahrungen, erfahren das reine Bewusstsein, die Transzendenz, aber es ist nicht stabil. Und deshalb ist es gut, eine ausgewogene Tätigkeit zu haben, also sich nicht immer verausgaben, sondern so zu handeln, dass wir selbst, wenn wir wieder rauskommen aus der Transzendenz, dass uns die Transzendenz nicht verloren geht, dass wir sie stabilisieren, indem wir eintauchen und dann eine sanfte, leichte Tätigkeit haben. Und dann merken wir, dass wir beides gleichzeitig erfahren. Unser Nervensystem kann das. Das menschliche Nervensystem kann das. Das tierische Nervensystem kann das nicht. Also wir sind so entwickelt in unserer, so weit in der Evolution vorangeschritten, dass wir dieses unbegrenzte allgegenwärtige Bewusstsein, aus dem wir hervorgekommen sind, dass wir das permanent behalten können. Und dann beginnt unser Leben in reine Glückseligkeit und Zufriedenheit und Erfüllung. Wir können uns alle Wünsche erfüllen, wenn wir das transzendentale Bewusstsein nicht mehr verlieren. Wenn wir im kosmischen Bewusstsein gegründet sind, das ist die Ausgangsbasis, um sich alle Wünsche zu erfüllen. Ausgangsbasis heißt, da geht es erst richtig los in unserer Entwicklung. Da hören wir nicht auf. Wir hören nicht auf, wenn wir das selbst realisiert haben. Das heißt, wir gehen jetzt weiter in unserer Entwicklung und die Entwicklung geht jetzt weiter durch Liebe und Hingabe zu uns selbst. Du kannst auch sagen, wenn du das selbst noch nicht so, wenn du lieber deine Hingabe zum Partner haben möchtest, dann gibst du deine ganze Liebe und was du so hast an Liebe, das ist aber noch nicht so viel im kosmischen Bewusstsein. Obwohl du dein Selbst realisiert hast, aber das ist unmanifestiert. Die wahre Liebe kannst du noch gar nicht richtig voll leben, aber da beginnt es. Du machst die ersten Schritte dann, um die wahre Liebe im täglichen Leben zu leben. Schritte. Und der Höhepunkt, das du erreichst, wenn dein Nervensystem noch feiner ist und noch flexibler ist, dass du die feinste Ebene der Schöpfung erfahren kannst. Und das ist im Gottesbewusstsein. Das heißt, du hast durch Liebe zu deinem Partner, zu dir selbst, dein Nervensystem so weit entwickelt, du hast dein Nervensystem so weit entwickelt, dass du die Transzendenz permanent erfährst und ständig dieser Beobachter
das Absolute, das Selbst, wo keine Aktivität ist. Transzendenz hatte diese Dynamik und diese Stille, aber da gibt es jemanden noch so, sagen wir nicht jemand, so ist nur diese Ausdrucksweise wieder, ist genau dasselbe wie die Transzendenz, ist das Absolute, aber wo keine Dynamik ist, wo keine Erfahrung ist, wo nichts ist, gar nichts. Und das ist der Beobachter der Transzendenz und der relativen Welt. Der Beobachter, der Wahrnehmende, das bist du, das Selbst, das Absolute, wo absolut nichts ist. Und wo du erfährst, so, wo ein bisschen Dynamik ist und ein bisschen, und die Stille, also richtig unbegrenzte Stille und diese unbegrenzte Dynamik, da ist sich diese, wo gar nichts ist, das Absolute, ist sich seiner eigenen Existenz bewusst geworden. Du bist dir deiner eigenen Existenz bewusst geworden und erfährst jetzt die Transzendenz. Und erfährst, wie aus dieser Transzendenz deine Gedanken entstehen, erfährst, wie aus dieser Transzendenz die gesamte Schöpfung entsteht. Erfährst du. Und das machst du im Gottesbewusstsein. Und dass diese Glückseligkeit, die absolute Glückseligkeit hast du an der Transzendenz, aber ist nicht erfahrbar. Und jetzt bist du so weit entwickelt mit deinem Körper und bist du an der Grenze, jede Zelle ist so an der Grenze des Absoluten und erfährt, das schimmert so dadurch vom Absoluten so zu deinem Körper, weil dein Körper ist so transparent geworden, dass er das jetzt reflektieren kann. Nicht? Und dann wirst du erfahren, dass jede Zelle glücklich ist. Und du bist ein Ausdruck dieser Glückseligkeit. Weil der ganze Körper, ich sage nicht, der Körper ist jetzt zur Transzendenz geworden, aber der ganze Körper, jede Zelle, die ja auch ursprünglich so aus diesem Sein entstanden ist, aus dieser Transzendenz entstanden, ist jetzt so nahe an der Transzendenz, dass so ein, der Körper, du kannst das erfahren, der Körper, wenn ich auch so mache und jetzt mich auf den Körper ausrichte, sehe ich dieses Licht und erfahre, diese Unbegrenzte des Körpers, aber ich spüre trotzdem, da ist der Körper, aber nicht mehr als Struktur, nicht mehr als Form, sondern ist unbegrenzt der Körper. Das heißt, diese Grobstoffe, die Form, die hat sich jetzt so auf die feinste Ebene, wenn ich da jetzt so diese Grobstoffe, die Form verlasse mit meiner Wahrnehmung, gehe so in dieses Allerfeinste, da erfahre ich auch, dass der Körper so, ich spreche es mal, die Sprache ist auch in dieser Unendlichkeit, und erfahre, wie der Körper so transzendental ist, also so unbegrenzt ist. Also das Form, die Form ist in seiner Ursprungsform, wo die Form entsteht, unbegrenzt. Das heißt, du kannst also selbst diese grobe Form jetzt transzendieren und erfährst auf der allerfeinsten Ebene den Körper als unbegrenzt. Aber noch immer so eine Idee von Form, nicht? Also auch Erfahrung, nicht? Und so immer wenn du Erfahrungen machst mit deinen Sinnen, bist du noch im Relativen. Und dieses Unbegrenzte, was du noch erfährst, nicht, das ist aus der Transzendenz. Aber die du kannst nicht erfahren. Und das ist so, wenn du jetzt, das ist alles, was ich jetzt sage, kann man nur nachvollziehen, wenn man transzendiert. Sonst sind das alles leere Worte. Niemand kann das richtig nachvollziehen, wenn er nicht transzendiert. Und jetzt denke ich mal, verstehen wir, wie wichtig unser Körper ist, wie wichtig unser Nervensystem ist, damit wir in diesen formlosen Körper kommen können, damit wir erwachen, indem wir erkennen, dass wir das Selbst sind, dass wir erkennen, dass wir das Absolute sind. Und der Körper ist unsere wunderbare Antenne. Und die wird so fein, die Antenne, dass wir die feinste Ebene der Schöpfung reflektieren können durch unser Nervensystem. Und gleichzeitig ist unser Nervensystem im Gottesbewusstsein so fein, dass es immer die feinste Ebene der Schöpfung reflektieren kann. Das kann es ja im kosmischen Bewusstsein noch nicht. Und aber im Gottesbewusstsein kann auch die allerfeinste Ebene der Schöpfung reflektiert werden von unserem Nervensystem. Das heißt, der Bereich, das, was wir erfahren können von der gesamten Schöpfung, das ist so unendlich mehr, als wenn wir uns nur im Groben befinden. Ich bedanke mich für euer Zuhören und wünsche euch alles Liebe und Gute und die Erfahrung vom Gottesbewusstsein. Jai Gurudev.